Ich habe im letzten Jahr, wie wahrscheinlich viele von euch, die etwas weniger werdenden Snowden-Enthüllungen gelesen. Es gab eine lange Debatte über die Frage der Begnadigung, die vor allen Dingen jetzt im US-Wahlkampf geführt wurde. Und ich will sozusagen diesen Vortrag zum Anlass nehmen, mal ein bisschen zu resümieren über die Frage der Sicherheit. Und dabei interpretiere ich aber diesen Begriff der Sicherheit wie immer etwas breiter. Nämlich vor allen Dingen so, wie es um die Sicherheit unserer Daten bestellt ist, wenn wir nach mehr als 3 Jahren nach den Snowden-Enthüllungen zurückblicken. Und habe ein bisschen zusammengetragen, wo da die Entwicklung hingeht und wo wir vielleicht vor allen Dingen die zukünftigen Kämpfe da noch haben werden. Ich will mal anfangen mit der aktuellen Entwicklung. Das haben sicherlich viele gelesen. Es geht zum einen um die Frage, ob Yahoo ein paar Selektoren für die NSA benutzt hat, um ihre E-Mails zu rastern, aber es geht auch um die Frage des Datenverlustes, denn Yahoo hat ja zugeben müssen, dass sie gehackt worden sind, sie wissen nur nicht so richtig von wem. Aber ich fand interessant in der Debatte, und ich habe das mal exemplarisch als Überschrift genommen, wie sehr sich Hacks und Zusammenarbeit mit der NSA auf den Unternehmen als Unternehmen auswirken. Yahoo wurde ja gerade aufgekauft und die Forderung ist jetzt, den Kaufpreis um 1 Milliarde zu senken aufgrund dieser Datenskandale und aufgrund der Zusammenarbeit und dem Imageschaden durch die NSA. Und ich fand das eigentlich eine sehr typische Überschrift, dass ganz anders nach den 3 Jahren Snowden über diese Fragen debattiert wird. Und vor allen Dingen, dass Datenabflüsse an die Geheimdienste, aber auch Hacks, und hier hat die Yahoo ja behauptet, es sei ein State-Sponsored Actor, also ein staatlicher Hack, unmittelbar sich auf die, die Unternehmenswerte, würde ich es jetzt mal nennen, der jeweiligen Firma auswirken und auch internationale Nachrichten werden. Also auch im Yahoo-Fall, ist ja nur einer von vielen, war das so, dass es international in allen Sprachen in den Zeitungen war. Also ich glaube, das ist eine Veränderung der Debatte, die ich mir nicht hätte träumen lassen vor 3 Jahren. Das ist nur ein Beispiel, aber ich habe mal versucht, mal ganz generelle Punkte zusammenzutragen. Der erste ist obvious, aber er ist aus meiner Sicht, wo ich mich jetzt seit ungefähr vielleicht nicht 16, 17 Jahren mit Fragen der Verschlüsselung, mit Fragen der Privatsphäre, auch des technischen Privacy Enhancement beschäftige, unglaublich in der Anzahl der möglichen Verschlüsselungsverfahren, die eingebaut sind in normale Nutzersoftware und Apps. Nämlich die nicht nur breitere Verfügbarkeit, ohne dass es viele Nutzer merken, sondern auch die deutlich verbesserte. Also es gibt auch eine intensive, qualifizierte Diskussion über Verschlüsselungsverfahren und wie sie zu benutzen sind in Endbenutzersoftware. Da habe ich in dieser Weise früher so nicht gekannt und ich habe auch den Eindruck, dass sich die ganze Community verbreitert hat, also ganz deutlich ein Image-Argument geworden ist, welche Art von Verschlüsselung und wie man in seine Produkte einbaut und dass es auch ganz offensiv im Sinne des Marketings von den großen Firmen benutzt wird. Ich hatte erst überlegt, ob ich so eine Auflistung mache der großen Konzerne, vor allen Dingen der, die in dem PRISM-Skandal namentlich genannt wurden. Aber als ich anfing, diese Liste zu machen, wurde sie unglaublich lang. Man kann eigentlich sagen, dass jede Firma, die was auf sich hält und aktiennotiert ist und einen großen digitalen Nutzerstamm hat, mittlerweile Werbung davon macht, dass sie ihre Verschlüsselung verbessert hat und auch nutzerfreundlicher gemacht hat. Also ich habe die Liste quasi aufgegeben. Wir kennen natürlich die Riesendebatte um WhatsApp. Ich glaube, auch das hat international Nachrichten gemacht, dass sie einfach Verschlüsselung anschalten. Und als Folge daraus kann man sagen, dass ein Teil der Überwachungsprogramme zumindest in dem Bereich, also die technisch so in dem Bereich sind wie PRISM, tatsächlich ein Großteil der Auswertung, wie sie möglich war, so nicht mehr möglich ist. Das ist also ein unglaublicher Erfolg. Ich glaube nicht, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass jetzt plötzlich eine überwiegende Anzahl von Netznutzern und App- und Softwarenutzern und Social-Media-Benutzern sich plötzlich ihrer Privatsphäre gewahr geworden sind, sondern einfach, dass die großen Konzerne angefangen haben, da standardmäßig anzuschalten und einzubauen. Betrifft aber nicht nur Kommunikations-App und so, sondern der gesamte E-Mail-Bereich hat sich auch geändert. Gmail, Yahoo und so weiter. Also, dass man heute überhaupt noch einen großen Provider findet, der keine Verschlüsselung anbietet und nicht standardmäßig anmacht, ist eigentlich vorbei. Eine große Änderung. Also mir
Mir fehlt eigentlich erst so im Rückblick auf, wie stark da die Snowden-Debatte dazu beigetragen hat. Die zweite ist, ob das immer Intention war der Zeitungen, die aus den Snowden-Dokumenten berichtet haben, kann ich schwer sagen. Aber die Überwachungs- und Hacking-Industrie und dass sie ein signifikanter Industriezweig geworden ist und dass es um ökonomische Kriterien geht, wenn wir Überwachung und Hacking reden, das ist eine neue Debatte, die mir so früher auch nicht begegnet sind. Hier muss man natürlich auch zu einem großen Teil danken der Arbeit der kanadischen Forscher vom Citizen Lab, die da einfach auch technisch fundiert sehr gut dazu beigetragen haben. Aber es ist jetzt ein Thema genauso wie der Grau- und Schwarzmarkt im IT-Sicherheitsbereich ein öffentliches Thema geworden ist. Es war früher eine Nischendiskussion unter wenigen Leuten, es war kaum jemandem bewusst und aus meiner Sicht eine sehr große Änderung, weil sie eine Rückwirkung hat auf die politische Debatte und die Frage der Regulierung. Ich habe jetzt noch so einen letzten Punkt, der mir in der Übersicht nochmal wichtig war, nämlich die Frage, was wussten eigentlich die Kontrollinstanzen, also damit meine ich die parlamentarischen Kontrollinstanzen und die Behörden, die für die Kontrolle zuständig sind. Ich glaube, das ist sehr deutlich, dass es unterdurchschnittlich war, zu Beginn und am Anfang und natürlich vor den Snowden-Veröffentlichungen in technischer, organisatorischer und auch ganz praktischer Sicht. Das hat sich aus meiner Sicht geändert, nicht nur bei uns durch den NSA-Untersuchungsausschuss, und natürlich die Tatsache, dass auch Parlamentarier Zeitungen lesen und die Journalisten, finde ich, eine ganz gute Arbeit gemacht haben im Erklären der Snowden-Dokumente. Sondern natürlich auch, das kann man in gleicher Weise sehen in Großbritannien, wo ich nachher nochmal ganz kurz drüber sprechen will, also da bei der parlamentarischen Kontrolle, aber auch bei den Möglichkeiten, die die NGOs haben, jetzt dagegen vorzugehen. Und ganz deutlich auch in den USA. Sie wissen sicher, viele der Anhörungen dort in den Geheimdienstkontrollausschüssen sind ja öffentlich, die kann man sich ansehen. Und mir ist sehr deutlich geworden, ich habe die früher schon ganz gerne mal angeguckt, also vor Snowden, das technische Niveau, auf dem da gesprochen wird, ganz deutlich erhöht ist. Und ich glaube, diese Grundlagenwissen und auch so ein bisschen die Tatsache, dass sich Politiker nicht mehr im Unwissen verstecken können, die Gesetze und Regeln für die Geheimdienste machen, das halte ich für einen sehr wichtigen Effekt. Ist natürlich jetzt auch nicht zufällig, dass im Rahmen der Kampagne, die ja insbesondere von ACLU, von der American Civil Union Liberties, der Bürgerrechtsorganisation ACLU, American Civil Union, dass für die Begnadigung diese Argumente auch nochmal gebracht wurden, also zu sagen, Snowden hat nicht nur im Einzelnen über die Programme berichtet, sondern eben auch ein ganz neues Feld des Wissens eröffnet und eine öffentliche Debatte damit ermöglicht auf einem anderen technischen Niveau. War mir nochmal wichtig zu betonen. Ich will noch eine andere Sache betonen. Hier habe ich es mal zusammengetragen, obwohl sicherlich die Angabe dieser Unternehmen auch nicht vollständig ist. Ich hatte früher schon, begann bei mir mal in so einem Universitätsseminar, wo wir angefangen hatten zu schauen, welche Unternehmen haben eigentlich Transparenzberichte. Ich hatte immer so eine Sammlung von 3 oder 4, die ich pro Jahr dann gelesen habe. Heute ist es kaum überschaubar, das ist nur eine Auswahl und ich habe auch nur die großen Konzerne genommen, die alle mittlerweile Transparenzberichte haben, in denen auch und gerade Geheimdienstanfragen gelistet sind und auch in der Qualität dieser Transparenzberichte eine deutliche Verbesserung stattgefunden hat. Also sie sind genauer, sie werden gelesen, also das heißt, es gibt eine kritische Öffentlichkeit dafür und ist quasi für keinen der großen Konzerne überhaupt noch möglich, ohne diese Transparenzberichte klarzukommen. Die Öffentlichkeit hat das verlangt und die Unternehmen haben das auch getan. Natürlich sind die unterschiedlicher Qualität, wer sich die mal ansieht, die sind in der Regel auch nicht unbedingt beworben auf den Webseiten, aber man findet die. Zumindest aber kann man sagen, dass sowohl nach inländischen und ausländischen Geheimdiensten sortiert ist. Es geht natürlich in diesen Transparenzberichten nicht nur um Überwachung, sondern teilweise auch um Zensur und so weiter und überhaupt ums Löschen. Wer sich einen Überblick verschaffen will darüber, der kann sich mal bei Yahoo.com, die haben auf ihrer Transparenzberichtseite interessanterweise eine Übersicht über die anderen Unternehmen. Da kann man sich so durchklicken. Die haben diese und sogar noch ein paar mehr, ein paar kleinere, die vor allen Dingen inneramerikanische Kunden bedienen,
Da sieht man also mal die Menge. In Deutschland gibt es natürlich ein paar mehr. Die habe ich jetzt hier nicht genommen, weil die mich versucht habe, auf große Konzerne zu konzentrieren oder solche mit einer breiten Nutzerschaft. Hatte ich für eine sehr wichtige Entwicklung, die natürlich auch nicht nur für eine kritische Öffentlichkeit Bedeutung hat, einfach zu erkennen, wie ist der Trend bei den Anfragen, sondern macht natürlich auch, muss ich wichtigerweise dazu sagen, eine wissenschaftliche Forschung über diesen Bereich erst möglich und eine Vergleichbarkeit. Generell ist mir im letzten Jahr aufgefallen, dass neben den Zeitungsberichten, die ja auch so langsam weniger werden, jetzt sehr stark beginnt, dass es auch eine stärkere wissenschaftliche Betrachtung der Erkenntnisse gibt. Also da kommt nochmal mit einer gewissen zeitlichen Latenz aus meiner Sicht auch nochmal eine interessante Entwicklung, vielleicht im nächsten und übernächsten Jahr. Ich glaube, ganz klar, wenn man über die Sicherheit spricht, ist eine Folge der Snowden-Entwicklung, das begann zwar schon, ich würde sagen, eigentlich schon 2011, 2012, war aber keine breite öffentliche Debatte, und ich habe es jetzt mal genannt, die Crypto Wars 2.0, die sind aus meiner Sicht mittlerweile in vollem Gange international, wird aber in den verschiedenen Öffentlichkeiten in Europa und Übersee anders debattiert. In den USA ist das häufig diese sogenannte Going Dark-Diskussion. Das Going Dark soll darauf hinweisen, dass die Strafverfolgungsbehörden und auch insbesondere die Geheimdienste in manche Bereiche gar nicht mehr hineinsehen können, sie also sozusagen ins Dunkel blicken. So ist so ein bisschen diese Metapher zu verstehen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt in dieser Debatte, die es zu einer international beachteten Debatte gemacht hat, war sicherlich der Fall FBI versus Apple, wo es um den iPhone von diesem San Bernardino-Verbrecher ging, und das FBI von Apple verlangte, sie sollen ihre eigene Krypto brechen und eine Hintertür einbauen. Jetzt mal ganz verkürzt gesagt. Später hat das FBI diesen hochumstrittenen und wirklich international berichteten Fall, ich meine, iPhones werden überall auf der Welt verkauft, fallen gelassen und hat sich eine kommerzielle Firma, die offenbar das iPhone geknackt hat, gekauft, die das für sie übernommen hat. Zumindest ist das die öffentliche Darstellung. Und naja, die Ironie an dem Fall ist natürlich, dass auf diesem iPhone keine Daten, die sie noch hätten irgendwie sinnvoll nutzen können, gefunden wurden. Aber die Debatte, ich habe ungefähr sozusagen in so einer heißen Phase versucht, 7 Tage in der internationalen Presse zu verfolgen, war sehr, sehr spannend, weil viele der Argumente, die wir aus den Crypto Wars 1 kennen, also in den 90er Jahren, hier aufgewärmt wurden, mit dem kleinen Unterschied, dass ganz deutlich hier die Interessen von Unternehmen, also die ökonomische Dimension, sehr viel größer war. Wer sich ein bisschen erinnert an die Crypto Wars 1.0, die ja in Deutschland ein totaler Punkt waren, die Crypto War 1.0-Debatte ist gewonnen worden durch die offiziellen Richtlinien, die Bundesregierung dann auch verschriftlicht hat. Der wird natürlich merken, dass das auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Einfach klar, früher haben das ein paar Experten debattiert, die sich in der Regel mit Krypto auch ganz gut auskannten. Heute muss man das sehr viel mehr einer Öffentlichkeit beibringen, die nicht unbedingt in die Details von Verschlüsselungsalgorithmen, Hintertüren oder Master Encryption Key einsteigt. Ja. Dennoch scheint mir, dass die Tendenz nach wie vor ist, dass diese Crypto War 2.0-Kriege zu gewinnen sind. Und zwar deshalb, weil eben die Unternehmen so stark abhängig sind von Verschlüsselungsverfahren. Da geht es nicht um Privatsphäre oder sonst irgendwas, aber das ist einfach so eine hohe ökonomische Komponente geworden, dass ja selbst, gerade gestern las ich wieder über den derzeitigen NSA-Chef, der sich in Harvard in der Diskussion gestellt hat, dass sie einfach sich nicht mehr auf den Fundamentalpunkt stellen können, dass sie überall Hintertüren bräuchten oder Teile von Verschlüsselung verbieten wollen, wie es noch in den Crypto Wars 1.0 der Fall war. Das halte ich für eine enorm wichtige Auswirkung auch der Snowden-Enthüllung. In Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. Deutschland hat da diese CITES, ja, also es gibt jetzt eine Initiative, dass man eine Behörde schafft, die sich strukturell damit beschäftigt, Systeme irgendwie zu umrunden, Hintertüren einzubauen, hat natürlich einen ganz klaren Zusammenhang zu der Staatstrojaner-Debatte, von der wir ja gerade wissen, dass sie jetzt in der dritten Produktlinie ist, wie also auch mobile Geräte durch Staatstrojaner infiziert haben, werden wahrscheinlich dann in
Produktlinie 4, weil sie einen Herzschrittmacher, keine Ahnung. Aber in Deutschland ist die Debatte aus meiner Sicht zumindest insofern gelöst, dass die Bundesregierung ja selber sagt, man braucht ganz doll Verschlüsselung. Da werden wir wahrscheinlich noch eine Weile weiter drüber debattieren, aber dass die Debatte wieder bis hoch auf die Regierungsebene geführt wird, ist sicherlich ganz klar eine Folge der Snowden-Veröffentlichung. Ich will noch eine andere Sache anmerken, die mir hier wichtig erscheint. Ich habe vom April diesen Jahres hier eine Überschrift genommen von The Intercept, wo James Clapper, der Director of National Intelligence ist in den USA, also die Geheimdienste, sozusagen den Verbund der Geheimdienste, als Chef leitet. Der hatte sich darüber beschwert, dass die ganze technische Dimension bei der Verschlüsselung einen Sprung von etwa 7 Jahren gemacht hätte. Und ich will mal das Stück aus dem Artikel zitieren, um zu verstehen, wie er diese 7 Jahre meint. Er sagt, the projected growth, maturation and installation of commercial available encryption, what they had forecasted for 7 years ahead, 3 years ago, was accelerated to now because of the revelation of the leaks. Und interessanterweise, dankenswerterweise, hat ein Journalist gefragt, wer ist denn they? Auf wen beziehen Sie sich denn hier? Wer hat denn hier vorausgesagt, wie sich die Verschlüsselung technisch weiterentwickeln wird? Und Clapper war übrigens im April diesen Jahres. Er hat dann gesagt, ja, they ist die NSA. Das heißt, er hat sich von seinem militärtechnologischen Geheimdienst beraten lassen. Die haben ihm gesagt, wir haben sozusagen jetzt einen Sprung gemacht. Einfach weil sich so viele Leute für technische Fragen der Verschlüsselung interessieren. Aber ich glaube, auch die Krypto-Community einen ordentlichen Sprung gemacht hat. Es gibt auch mehr Interesse daran, sich damit zu beschäftigen. Und weil vor allen Dingen der Einsatz in der normalen Benutzung, sowohl im Privatbereich wie auch im kommerziellen Bereich, im Bereich der Firmen und Unternehmen, mit einmal einen unglaublichen Boost erfahren hat. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht, wenn man über die Sicherheit nach Snowden nachdenkt, sicherlich der größte Verdienst, den wir Snowden zuschreiben können. Im Wesentlichen, aber ich bin damit durch, jetzt sind so ein bisschen ich habe versucht, die bisschen größeren Linien zu ziehen, aber ich habe einen kleinen Nachtrag, einfach nur, weil es aktuell ist und B, weil ich glaube, dass es auch eine Form von Gegenwehr ist. Einige wissen, bereits seit 2003 haben wir einen Fall, also ich selber und Big Brother Watch und die Open Rights Group und die britische Pende, das ist eine Schriftstellervereinigung, gegen die Massenüberwachung des GCHQ und seiner Partner, die wir vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg führen. Ich hatte das letzte Mal berichtet, vor 2 Jahren. Wir hatten eigentlich eine Priorisierung in dem Fall, bedeutet auch eine Beschleunigung des Verfahrens. Allerdings wurde diese Priorisierung dann nochmal zurückgestellt, weil man auf innerbritische weitere Verfahren warten wollte. Die sind mittlerweile durch. Es gibt also die Urteile in den innerbritischen Verfahren vor einem Geheimgericht. Das ist das Investigatory Powers Tribunal, IPT. Da hat sich eine andere Gruppe, geführt von Privacy International, jetzt auch entschieden, vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu ziehen. Seitdem ist das Verfahren wieder im Gange. Die britische Regierung hat eine sehr umfängliche Stellungnahme. Wir haben mittlerweile da so eigene File-Systems, wo wir diese mit den Anwälten zusammen die ganzen Schriftstücke da versuchen zu sortieren. Die Bundesregierung hat sich, obwohl ich eine deutsche Staatsbürgerin bin, zu dem Fall nicht äußern wollen und hat keine Stellungnahme abgegeben. Aber wir haben gerade jetzt am 29. September sozusagen die nächste Runde eingeleitet. Eine offizielle Antwort gibt es von den Juristen und wir sind guter Dinge, dass wir vielleicht da doch mal vorankommen, obwohl sich jetzt so lange verzögert hat. Das wollte ich am Schluss noch hinzufügen, einfach weil ich glaube, dass die Gegenwehr nicht nur technischer Natur sein sollte, das sollte sie sein, sondern natürlich auch legalistischer. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.